Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops. Wir wollen mal weitermachen. Wir sollten irgendwie vor den Sowjets beim Nova 6 sein. Gut, dann mal los. Ja Mann, was geht hier ab? Wo müssen wir denn hin? Da zum Wasser. Kumpel, was ist los? Was ist passiert? Willst du nicht reden? Komm, Edwards. Wir sind nur deine Freunde, ja. Hallo. Na, wenigstens grüßt er uns. Ne? Was? Machst du jetzt immer noch auf den Starken? Machst du auf den Starken? Denkst du, bist cool? Denkst du, bist cool? Ne? Was hast du denn auf der... Na, pass bloß auf, ey. Da sind wir. Gehen wir. Ja, gut. SOG, richtig? Richtig? Sie haben es nicht geschafft. An die Waffe und nicht töten lassen. Sir. M202, Baumann steuert die Bewaffnung. Mason steuert. Okay. Und wir fahren Boot, Boot, Boot. Lalalala. Das sind unsere Top. Ich kann mich noch erinnern, wie der Razor hier richtig verkackt hat. Ich kann Ihnen das hier mal zeigen, wie es funktioniert. Linke Seite, Raketenwerfer. Er kommt runter. Nichts gehabt, ey. Der konnte nichts, echt, ey. Ohne Witz, ey. War so scheiße in dem Game. Keine Gnade. Und ich glaube, der hat auf Rekrut gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. So ein Lappen, der Typ. Schlimme. Mobile Raketenwerfer vor uns. Drei Stück. Leer geschossen. Müssen in Bewegung. Ausweichen. Einer zerstört. Ist irgendwie 3000 Mal gestorben an der Stelle oder so. Richtig geheult hat er schon. Das wird knapp. Nur noch einer übrig. Keine Munition mehr. Mason, wir können nicht dafür einstecken. Ja, ja. Gut gemacht, Mason. Steuere jetzt auf die Barrikade des Flusses zu. Unsere Jungs übernehmen das. Wo ist denn das Ziel jetzt dort? Okay. So, Fabian, schau zu, was ja der Name vom Raider ist. Muss ich jetzt verraten? Jetzt wissen alle, wie er heißt mit vorne. Kann ja mal richtig was lernen hier vom Oberpro. Mehrere Ziele, Turm direkt vor uns. Raketenwerfer auf der rechten Seite. Junge, bleib in Deckung. Mach diese Mission. Ja, ist so gut. Nachladen. Boah, du kleiner Wichser, wo warst du? Schön den Turm mitgenommen hier. Mist, ZSU, Kaliber 50 auf der rechten Seite. Er wird uns unterbreiten. Feuer! Das war übel. Feuer, Mason! Zwei Türme direkt vor uns. Aktivität auf beiden Flanken. Okay, unsere Helikopter verwirren mich gerade ein wenig. Moment, lade nach. Oh, da ist noch ein Turm. Soll ich vielleicht auch mal ausschalten? Genau. Zack, zack, zack. Okay, aufpassen, da könnten noch mehr sein. Ja, ich halte meine Augen offen. Ist eine coole Mission, aber wir wollen ein bisschen Abwechslung mit reinbringen. Achtung, das sind unsere, Männer. Okay, sorry, sorry, sorry. Brauche mehr Munition. Sampans, Sie dürfen nicht näher kommen! Junge, mach sie fertig! In Schnauze! Yeah, man! Wurz, Alter, du bist der geilste Mann! Neben mir natürlich! Oh, hier sind... Hab ich gar nicht gesehen. Jetzt sterbe ich. Ich glaube, jetzt sterbe ich. Ich glaube, jetzt sterbe ich. Okay, doch nicht. Einfach zu pro. Zu pro, man. Leer! Lade nach! Noch zwei Sampans! Du weißt, was zu tun ist! Noch ein ZSU! Kleiner Pisser, ey. Leer geschossen! Das sollte der Leppard zum Teufel ist das! Zack, zack, zack! Das war ihre Festung! Wir haben sie in die Flucht geschlagen! Ziel erfüllt!
Ist da noch jemand oder was? Ne. Ist da gar keiner mehr. Da kommt etwas Großes! Es ist soweit, Jungs! NVA, PT-Boot! Zielt auf die Rückseite, der Motor ist hinten! Es steht im Flammen weiter! Wow! Jetzt sind wir gestorben. Okay. Einmal sterben ist, glaube ich, akzeptabel. So, dann werde ich mich mal direkt von hinten ranschleichen. Wow, scheiße. Geht doch. Oh, der Typ ist toll. Oh, ist mir jetzt erst aufgefallen. Der Junge hat's nicht geschafft. Ich schwöre, Woods hat um ihn geweint. Aber er hat sich die Tränen verkniffen. Er hat um ihn geweint, aber er hat sich die Tränen verkniffen. Was immer auch passiert ist, wir haben es verpasst. Wir haben hier einen abgestürzten Flieger. Was sehen Sie? Hydraulisch. Unsinn! Bowman! Was ist passiert? Hier ist nichts. Genau. Das Flugzeug muss hier sein, Mason! Kravchenko ist nah! Also grafisch ist das schon... Grafisch und optisch ist schon geil auf jeden Fall. Ich spüre es! Kravchenko ist nah! Wie bitte? Kravchenko. Er muss hier sein. Sie haben es gefunden, direkt da vorne ist es. Aber visuelle Bestätigung. Explosionszentrum. Überall Leichen und Ladung. Wir Mason zum Ufer. Wir haben nicht viel Zeit. Volk 10, hier ist Centurion 3. Folgen Sie mir. Sie endlich, Mason. Unser Schlüssel zu Kravchenko, Steiner und Drakovic. Okay, was sollen wir noch für eine Waffe am Start, ne Schrot? Einer ihrer Leute soll das Boot bewachen. Der Rest folgt mir. Sofort. Hey, da bist du ja wieder, Edwards. Wie geht's dir, Kumpel? Ja, hast eine Wumme in der Hand, wa? Ja, da freut er sich. Das ist doch schön. Das kennen wir doch auch schon. Zack, zack. Kleine Vietcongs. Diesmal sind es wirklich Vietcongs. Vorher waren es ja Japsaner. Sind es ja wirklich Vietcongs. Ziel, linker Hügel. Ziel ausgeschaltet. Kontakt beim Gestrüpp. Gibt es diese Waffe eigentlich standardmäßig mit diesem Umschnallgurt eigentlich? Weil jedes Mal, wenn man die trägt. Alter, was tust du denn da? Fixst du den Boden gerade? Roger. Übelste Missionarstellung, hast du es drauf oder betest du? Im Liegen. Ne, okay. Da ist er. Ja. Hab ich doch. Scharfschützen im Baum! Friss die Granate! Feind ausgeschaltet! Ja, das hatten wir, genau das hatten wir in World at War alles. Mach das nie wieder! Ja, Junge, meinst du, ich kann es unterscheiden, wer hier wer ist? Kontakt erledigt. Worauf ballerst du eigentlich? Ich sehe nicht einen. Achso. Da drinnen. Wow. Im Baum, Scharfschütze! Ja, ich hab ihn gesehen. Spetsnaz? Ah ja, da oben. Friss das, Spetsnaz. Ich bin sehr leid, der Ruskis. Ich treffe nichts gerade. Werfe Granate! Ihn hat's erwischt! Ziel ausgeschaltet. Ohne Scheiß! Runter! Wo sind denn meine Leute, mein Gott?
sehe gerade nichts. Sind das Glühwürmchen, was hier leuchtet? Leck mich doch, er weiß was, ich gehe einfach weiter. Ich schieße die ganze Zeit auf meine Leute. Ey, manchmal kann man die aber ohne Scheiß, manchmal kann man die so schlecht unterscheiden. Das liegt jetzt nicht daran, dass es so dunkel ist oder so. Ich habe ja sogar noch ganz am Anfang, als ich das aufgenommen habe, ein, zwei Dinge heller gemacht, als man machen soll. Und wo hast du mich jetzt angeschossen? Das ist der letzte von Ihnen. Sehr gut. Deshalb sind die Heinz verschwunden. Sie können keine Beweise hinterlassen. Die Fracht muss Nova 6 gewesen sein. Kravchenko würde sich nicht grundlos so viele Umstände machen. Um den Rumpf zu erreichen. Vorsichtig. Ich gehe als Erster. Ich werde diese Seite stabilisieren. Boah, ist schon beeindruckend. Na komm, Woods. Was ist passiert? Die Chemiewaffe. Nova 6 muss sich nach dem Absturz verteilt haben. Granatwerfer, was machen die Russen? Denn bitte mit amerikanischen Waffen. Muss eine Art Komplott sein. Das Nova 6 ist weg, aber seht mal, eine Karte der Gegend. Das muss Kravchenkos Anlage sein, mitten in Laos. Kravchenko. Er muss sterben. Okay, Mason. Gehen wir. Gut, Kravchenko muss sterben. Seht mal, da unten. Brauch mir Scharfschützengewehr. Mason benutzt den Granatwerfer. Okay. Verstanden. Schlossnipen. Hey, nicht wenn ich angeschossen werde. Ist doch scheiße, denn. Ziele erledigt. Ach so, das waren vielleicht zwei auf einmal. Kontakte. Ziel ausgeschaltet. Ziel erledigt. Feind im Feld. Ihn hat's erwischt. Aktivität bei der Baumgrenze. Ja, ist ja gut. Mist, die Heinz sind wieder da. Oh, shit. Achtung! Ich habe den Reiter Mason. Dragovic, Kravchenko. Ist eine Ewigkeit, Herr Mason. Wir haben beide viel zu erzählen. Sie wurden ein zweites Mal von Dragovic gefangen genommen. Ihre Einheit war in Laos vermisst, vermutlich tot. Ihr Kontakt, Hudson, musste die Jagd nach Nova 6 ohne sie fortsetzen. Das ist richtig. Ein vollkommen einsatzfähiger Militärkomplex tief im Uralgebirge. Hudson hat dort von den Zahlen erfahren. Die Übertragungen. Ich war dort, Mason. Ich war im Yamantau-Komplex. Es gab sie immer. Wirklich, Mason. Das ist kein Spiel. Wir stehen vor dem Untergang, wenn sie nicht kooperieren. Wo ist die Sendestation?